10 Fragen an mich, Teil 4. Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Alexander 1. Es ist endlich soweit. Jetzt kommt der Teil 4 von 10 Fragen an mich. Und ich hoffe, euch gefällt dieses Video. Viel Spaß beim Anschauen. So, jetzt kommen wir schon zur ersten Frage. Philips Matteo fragt: Hi, wie geht es dir? Mir geht es eigentlich auch sehr gut, außer dass ich sehr aufgeregt bin und welche Fragen ihr mir stellen werdet. Und ja, auf jeden Fall danke für die Frage und es geht weiter. Klaus Holzer fragt: Wie viele Freunde hast du gehabt? Jo, ich sag mal so, ich hab viele Freunde gehabt, halt in der Volksschule habe ich fast keine gehabt, ja zumindest an richtigen und die anderen waren scheiße, ganz ehrlich, sorry. Ja, und jetzt in der Schule sind es eigentlich total alle nett und ich finde einfach super, dass ich in die Schule gegangen bin und ja. Wofür habt ihr Frage beantwortet? Auf zur nächsten. André14.9 fragt: Wo gehst du nach der 4. Klasse hin? Also, ich gehe nach der 4. Klasse der MMS Mülchenau. Gehe ich in die Tourismusschule St. Johann. 6 Jahre lang, also 3 Jahre lang Hotelfachschule und 3 Jahre lang den Aufbaulehrgang mit Matura. Aber ich kann mich trotzdem noch umentscheiden, wenn ich sage, nach 3 Jahren ist Schluss, Ende Gelände, mag nicht mehr, habe ich die Berufsausbildung und kann als Koch, Kellner und so weiter arbeiten, was halt in der Gastronomie so gibt. Wenn ich weitermachen will, also mit Matura, und vielleicht werde ich ja, keine Ahnung, vielleicht studiere ich, es kann ja alles sein. Also, ja, ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet. Ab zur nächsten. Fabian Ascher fragt: Möchtest du noch Busfahrer werden? Nein, möchte ich nicht. Ich will irgendwas in der Hotellerie arbeiten. Also irgendwas im Hotel, Rezeptionist, Modell als Kellner, Koch, was weiß ich was. Also irgendwas in der Hotellerie oder Gastronomie, also im Restaurant, keine Ahnung. Und Busfahrer möchte ich nicht mehr werden. Das wollte ich zuerst mal werden mit Leidenschaft. Ich wollte echt mal Postbus, Busfahrer werden, nämlich Nachforderungen, Hofkosten und so. Also, ja. Auf jeden Fall, nein, wir können Busfahrer werden. Und ich hoffe, ihr habt die Frage beantwortet. Ab zur nächsten. Stefan fragt: Bist du schwul? Ich hasse diese Fragen. So. Nein, ich bin nicht schwul. Und nur weil ich einen Ohrring auf dieser Seite trage, hier, heißt es nicht, dass ich schwul bin, sondern ich habe die Leidenschaft für Halsketten, für Ringe, die jetzt da drüben liegen. Was? Da drüben liegen sie. Und Armbänder und so, weil ich mir am Mittwoch oder Donnerstag einen Ohrring stechen lassen habe, heißt nicht, dass ich automatisch schwul bin. Ich mag das, weil ich es halt einfach will. Es heißt nicht, dass ich mich so besonders fühle, dass ich einen Ohrring habe oder so Ringe oder keine Ahnung was. Aber ich mag es einfach. Es gehört zu meinem Leben dazu. Zum Beispiel, wieso sollte ich euch diese ganzen Sachen erzählen, wenn ich es nicht will? Ich will es euch erzählen. Ich will euch Teil meines Lebens lassen. Und ihr sollt erfahren, wie es mir so geht. Wie es halt ist, halt 72 Abonnenten glücklich zu machen. Also ich danke meiner Community, dass ihr so geil seid, weil vor keine Ahnung, vier Jahren, vier, habe ich gedacht, ich werde nie über 60 Abonnenten haben. Wie gesagt, das schaffe ich nie. Aber wie man gerne sagt, sag niemals nie. Und es ist so. Ich stehe drauf und ich finde es einfach super.
Und auf jeden Fall, ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet und ab zur nächsten. So, ab zur nächsten. Antonia8747 fragt, wer läuft mit der Theresa? Wie lange seid ihr schon zusammen? Gute Frage. Wir sind schon über 6, 7, 8 Monate zusammen. So circa weiß ich es nicht. Aber so circa 6, 7 Monate, wenn nicht länger. Und die kurze Pause, da, die ich wieder gehabt habe, wo der Lukas, wo er die Dinge, wo er mit Freunden ausgesprochen hat, das war nicht so witzig, aber wir sind komischerweise irgendwie wieder zusammengekommen. Und ja, es läuft sehr gut. Klar, muss ich jetzt noch verarbeiten, dass ich mich verlassen habe für Lukas. Ja. Es ist einfach. Ja, blöd gewesen. Auf jeden Fall sind wir jetzt zusammen wieder und ja, schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Und Antonia, ich hoffe, ihr habt die Frage beantwortet. Ab zur nächsten. So, Hanna fragt, warum bist du wieder mit der Theresa zusammengekommen? Ihr wisst, wir waren zusammen. Der Lukas hat sich ja heute weggenommen, ausgesprochen sozusagen. Und ja, eigentlich ist es so gegangen, der Lukas, ich erzähle euch jetzt die Geschichte, weil ich es, keine Ahnung, mit euch teilen will. Es ist meine Lieblingscommunity und es ist wirklich richtig cool. Und auf jeden Fall, die Geschichte ist so, dass der Lukas die Theresa ignoriert hat. Und dann hat die Theresa über das Telefon mit ihrem Schluss gemacht. Und dann hat sie mir beim BRG, beim Gym in Wörl, hat sie mich dann gefragt, ob wir wieder zusammen sein möchten. Ich habe einfach gesagt, nein, ich brauche auch Auszeit. Ja, und sie war dann ziemlich traurig. Und sie ruft mich dann am gleichen Tag noch an und sagt, willst du mit mir nochmal zusammen sein? Ich habe mir es durch den Kopf gehen lassen. Und habe mein Bauchgefühl spielen lassen und ja, irgendwie ist es dann so passiert, dass ich dann Ja gesagt habe und wir wieder zusammengekommen sind. Das ist die Geschichte gewesen und jetzt sind wir wieder glücklich zusammen. Und ja, auf jeden Fall, Hanna, ich hoffe, ihr habt die Frage beantwortet. Ab zur nächsten. So, jetzt sind wir schon fast bei der vorletzten Frage und zwar, die wurde gestellt von Theresa Schoder. Wie findest du Theresa? Ganz ehrlich, wie soll ich sie finden? Nett, ihr Charakter ist echt cool, okay. Sie ist echt super nett und hat einen super Charakter. Halt manchmal kann sie echt anstrengend sein, also ich hoffe, die Theresa bringt mich jetzt nicht um. Also ich will auch meine Videos und ja. Auf jeden Fall, das liegt total hell, aber auf jeden Fall, ja, mal so, die Theresa ist echt nicht schlecht. Also sie ist echt cool und süß und total nett. Und die Familie ist auch total super, süße Geschwister und ich mag ihr Charakter. Ganz ehrlich, sie ist so super und ihr Aussehen ist echt super. Also ich habe mich echt in sie wieder verliebt, so kann man sagen. Und ja, jetzt kommen wir schon zur letzten Frage. Ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet. So, jetzt kommen wir schon zur letzten Frage und die wurde von Sebastian gestellt. Und zwar, die ist jetzt bekloppt, sag ich mal. Also, YouTube sperrt mir bitte das Video nicht. Das meine ich jetzt ernst, bitte. Ja, ich sag mal im netten Sinne. Sebastian hat gefragt, ob ich mit der Theresa schon Geschlechtsverkehr hatte. Und nein, hatte ich noch nicht, weil sie hat mir ausdrücklich gesagt, sie will es erst mit 14, 15 machen. Hat sie mir wirklich eindeutig gesagt und ich akzeptiere das ja auch. Weil bin ich halt 17, 18, bin noch immer noch Jungfrau, Mama mia. Ganz ehrlich, mein Dad hat keine Ahnung, mit wie viel ich das erste Mal gehabt, also keine Ahnung, hatte mir noch nie gesagt. Aber auf jeden Fall, ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet und ja, danke für deine Frage, Sebastian.
So, meine liebe Community, wir sind am Ende angekommen. Und das war nicht das letzte in Frage mich Video. Vielleicht kommt noch ein 6., 7., 8., 9., 10. Teil. Kann ja sein, weil mir persönlich gefällt es super. Weil ich liebe Fragen zu beantworten, obwohl manche sehr pervers waren. Sebastian. Aber ist nicht schlimm, weil, ganz ehrlich, ist es schon mal eine Frage wie auch jede andere. Und auf jeden Fall, das ist echt super und ich bedanke euch für die 72 Abonnenten. Und das nächste Abonnenten-Special ist bei 100 Abonnenten, also klickt Daumen nach oben, macht Aufrufe und abonniert. Und ich danke für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns in den nächsten paar Videos wieder. Und wenn ihr wollt, dass ich noch mehr Videos mache, schreibt gerne in die Kommentare, ob ich wieder mal ein Musikvideo raufladen soll oder, keine Ahnung, wieder 10 Fragen mich Videos. Also die 10 Fragen mich Videos kommen echt super an. Also ich bedanke eigentlich mich an euch, weil einer von euch mir die Idee gegeben hat. Und eigentlich habe ich ja die Idee von Galileo. Also mache ich auch 10 Fragen an einen Polizisten oder Rechtsanwalt, keine Ahnung. Von dem habe ich es eigentlich. Also das war echt, ich danke Galileo dafür. Übrigens, hier könnt ihr von Galileo den Kanal sehen. Und hier sind noch 2 Videos. Ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Ich sage, ciao wieder. Best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself. Standing in the heart.